Ah, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon unterwegs hier. Wir sind nämlich auf dem Weg in ein klitzekleines Abenteuer. Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte mal was mit dem Jorvet gemeinsam machen, was ihm extrem viel Spaß macht. Und deshalb gehen wir jetzt in seinem Lieblingsbach gemeinsam spazieren. Das ist so kalt, aber ich mache es dem Jorvet zuliebe. Deshalb let's go! An dieser Stelle ein riesen Dankeschön an den Autofokus. Aber ich muss sagen, es hat mega viel Spaß gemacht und als ich mal drin war, war es wirklich gar nicht mehr so kalt. Jorvet konnte es auf jeden Fall kaum glauben, dass ich da mit ihm rumgetobt bin. Ja, er liebt Holz einfach immer noch. Aber er gibt es zumindest immer brav her. Und als ich dann irgendwann raus bin, alleine war es dann doch nicht so cool als zu zweit. Er ist immer hinterher. Offensichtlich, dass es ihm mega viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich mache das jetzt auch öfter mit ihm, dass ich gemeinsam mit ihm in diesen Bach gehe, auch wenn es ein bisschen kalt war für mich. Aber je mehr Spaß es ihm macht, desto mehr Spaß macht es auch mir. Und er muss ja immer drauf sein und dies und da soll er nicht alleine hin und deshalb finde ich es eigentlich cool, wenn man ihm mal einfach so ein paar Sachen durchgehen lässt und auch Sachen mit ihm gemeinsam macht, die ihm einfach Spaß machen, weil er ist ja immer noch klein und er darf auch Spaß haben, er darf auch mal wild sein und ja, also ich bin froh, dass wir es gemacht haben, es hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt erstmal trocknen, Jorvet muss erstmal trocknen und ich wünsche euch noch beim restlichen Video sehr viel Spaß. Es kommen jetzt noch so ein paar kleine Highlights aus unseren letzten 1 bis 2 Wochen. Wir hatten ein Gassi-Date mit dem Dragus Morus und seinem Hund, dem Bruno. Und der Bruno ist eigentlich recht wilder und versteht sich nicht so gut mit vielen Hunden laut Erzählungen. Aber ich habe mir gedacht, wir probieren es einfach mal aus, weil der Jorvet ja auch noch relativ jung, verspielt und wild ist. Und es hat so gut geklappt. Die haben sich so gut verstanden. Der Bruno war wilder als der Jorvet. Und der Jorvet, das war wirklich sein erster Spielkamerade, mit dem er richtig wild toben konnte. Und das war kein Problem. Also es war echt top. Sehr zufrieden mit diesem Hundedeck. Ja, wir haben ein Weißwurstfrühstück gemacht in der freien Natur. Es war ein Traum, aber seht selbst. Ja, bei Jörg, du kriegst Äpfel. Du kriegst Äpfel. Weil die Aussicht war so schon mega. Aber dann, genau in dem Moment, wo wir da ausgechillt haben, kam später einfach der Bauer mit seinem Bulldog und hat auch noch das Feld gemäht vor uns, dass wir wirklich die richtige Sicht hatten. Und übrigens, wie schneidet ihr euer Weißwurst? So wie rechts oder so wie links ich? Also ich bin mir sicher, da scheiden sich die Geister oder ihr habt vielleicht sogar eure ganz eigene Methode. Es war auf jeden Fall mega lecker, kann ich empfehlen. Weißwurstfrühstück outdoors mit einem super duper hübschen, lieben, süßen Knuffi. Hat Spaß gemacht. Machen wir bestimmt wieder. Ich hab dann Rübsen mit drauf. Oh. Jorvet, komm hier. Komm hier. Darf ich vorstellen? Das ist die liebe Karma. Ja. Und die Karma, die war bei uns zu Besuch für ein Wochenende. Fein. Karma, kannst du auch sitzen? Sehr schön. Oh, bist du süß. Karma, sitz. Fein. Karma, gibst du Pfote? Pfote, ja, fein. Jorvet, Karma, sitz. Kannst du das auch? Sitz. Ja, schön. Mach nochmal. Bitte, fein. Wie findest du den Besuch von der Karma, Jorvet? Findest du ihn gut? High five for Dog Friends. Yeah! Natürlich hat der kleine Frechdachs auch seine Grenzen ausgetestet, aber ich habe mich nicht eingemischt, weil die Karma ihm eigentlich so sehr gut zurechtgewiesen hat. Und das war für mich auch so in Ordnung.
Am Ende haben sie sich trotzdem sehr, sehr gut verstanden. Hin und wieder hat sich die Kammer nämlich doch überreden lassen zum Spielen und das war auch richtig schön zum Anschauen. Kuscheleinheiten gibt es bei uns immer. Und das Wochenende war auch viel schneller vorbei als gedacht. Und um ehrlich zu sein, die Kammer war so brav, dass es eigentlich fast keinen Unterschied gemacht hat, ob wir jetzt einen Hund hatten oder zwei. Aber für uns kommt ein zweiter Hund nicht in Frage. Wir sind eher so eingestellt, eine Katze, ein Hund. Das reicht für uns. So, wenn ihr das Video seht, dann ist die Kama leider schon wieder zu Hause. Aber es war ein sehr gelungenes Wochenende. Also wie ihr gesehen habt, sie haben sich einigermaßen gut verstanden. Und es macht mich auf jeden Fall glücklich, dass der Jovet bisher nur positive Begegnungen mit Hunden hatte. Also wir hatten wirklich noch gar keine Probleme, was das angeht. Er ist eigentlich immer freundlich und kann die Zeichen einigermaßen lesen. Er ist halt einfach nur ein Welpe und ein bisschen ja, wild und will gerne spielen. Aber bisher haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir nutzen auch jede Gelegenheit, wo wir irgendwie in Kontakt kommen mit Hunden. Und ja, also ich bin auch sehr glücklich, dass er so ein relativ liebes, nettes Wesen hat. Er ist eigentlich eher, auch wenn andere Hunde ihn anbellen, er ist dann jemand, der eher sich zurücknimmt. Er ist jetzt natürlich auch erst 6 Monate alt. Also vielleicht ist es auch einfach noch, weil er ein bisschen unterwürfig ist und einfach noch ein kleines Baby. Ich hoffe, dass er so lieb bleibt. Wir werden sehen, wie sich sein Charakter weiterentwickelt. Ich klinge mich an dieser Stelle aber auch aus. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ciao, bis zum nächsten Mal.